Es gibt heute so ein paar Themen, die ich gerne mal ansprechen wollte. Ich wollte einmal mit euch über Scam gerade auf Twitch reden. Es gab jetzt unterschiedliche Gründe, warum ich darauf gestoßen bin. Ich habe mir vorgenommen, heute wieder euch 3 Fragen zu geben für das nächste Album. Und ansonsten lassen wir mal gucken, was der Donnerstag uns noch so alles reinbringt. Ey, cool, dass du hier gelandet bist. Aber schau doch auch mal auf Twitch vorbei. Denn ich streame dort jeden Donnerstag ab 19 Uhr. Wir haben eine Menge Spaß und ich gebe auch häufig ganz viele Insights, was es so bedeutet, als Musiker gerade unterwegs zu sein. Ich freue mich auf dich. Mann, ihr merkt selber, ich bin richtig fertig, Leute. Ich kriege momentan so gar keinen geraden Satz mehr raus. Ich habe eben gerade schon mit Andy telefoniert und der hat auch so gesagt, so Johnny, was ist los da? Ich so, doch, ich bin richtig gar. Also die letzten Monate, das sind ja mittlerweile Monate, an denen wir so intensiv an dem Album arbeiten, die hinterlassen langsam Spuren. Aber ich freue mich jetzt erstmal sehr, dass ihr da seid. Wer sich wundert, warum ich da so einen roten Fleck auf der Nase habe, ich habe einen Pickel auf der Nase. Das, vielen lieben Dank. Du bist ja eine Nummer für den Zirkus. Ja. Ich meine, man da muss sich ja mal vor Augen führen, irgendwie, dass wir ja wirklich nur eine kleine Band sind. Und dann sagte Andy zu mir so, Johnny, hör mal, das, was ihr jetzt innerhalb von 2-3 Jahren geschaffen habt, ihr habt gleichgezogen mit anderen Bands, die dieses Level jetzt schon lange, lange halten. Für uns fühlt es sich nicht so an, weil wir ja mittlerweile auch schon über 10 Jahre Musik machen, aber das stimmt schon. Wir haben ja einen Anstieg gehabt von Bielefelder Lokalband zu zack, da sind wir und zack, haben sich Leute für uns interessiert. Das ist schon wirklich was Besonderes und ich erlebe das immer noch als unglaubliches Privileg, dass wir diese Aufmerksamkeit bekommen haben. Und darauf bin ich wirklich stolz. Nicht, dass wir die Aufmerksamkeit bekommen, sondern, dass wir so treue Leute an unserer Seite haben, die mittlerweile schon über 3 Jahren uns zur Seite stehen und uns supporten, wo sie nur können. Weil es nämlich viel bedeutet, Menschen für etwas begeistern zu können, durch dick und dünn zu gehen miteinander, es auszuhalten, dass man auch mal einen Stream hat oder auch mal ein Konzert hat, was nicht so unbedingt hundertprozentig läuft, aber beim nächsten Mal wieder mit derselben Begeisterung vor der Bühne oder vor dem Monitor zu sitzen. Das macht ihr und dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar. 4.4. machen wir den Release-Stream. Ich überlege, ob ich euch heute nicht mal in einen kleinen Teil von der ersten Single hören lasse. Denn wir werden jetzt sowieso in den nächsten 1-2 Wochen Snippets aus dem Album freigeben, damit ihr Videos macht. So, Chat, dann ist es jetzt mal Zeit, dass wir dem lieben Philipp ein kleines Geburtstagsständchen singen, oder? Wenn der heute Geburtstag hat und extra hier vorbeischaut. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Oh, fuck you! From Hell Boulevard. I just wanna send greetings to. So, wir haben neue Schlüsselbändchen übrigens. Hier, so sehen sie aus. Die sind jetzt die Tage angekommen. Auf der Rückseite ist der QR-Code von unserem Spotify-Konto. Somit könnt ihr, wenn Leute sagen, hä, Soulbank kenn ich nicht, was sind das? Kannst du sagen, ja, hier, pack mal dein scheiß Handy raus und scann das einfach mal. Es wird auch noch neue T-Shirts geben, vor dem Album sogar. Allerdings habe ich diese T-Shirts jetzt nur auf 100 T-Shirts limitiert. Und zwar ist das jetzt auch das letzte Motiv, was wir rausbringen werden zu Addicted to Hell. Viele von euch haben nochmal gefragt, ob wir nicht das 1-2-3 Fuck You T-Shirt nochmal neu aufleben lassen können. Das werden wir jetzt tun. Also, in einer Woche kommen die neuen T-Shirts dann an, die werden wir dann auch in den Shop stellen, aber die könnt ihr dann natürlich auch auf unseren Konzerten kaufen. 1-2-3 Fuck You wird auf dem Rücken stehen und nicht vorne diesmal. Ich brauche einen Hoodie. Hoodies wird es auch geben, Bloxy, mit dem neuen Album. Sehen fantastisch aus, das kann ich euch schon sagen. Das darf ich euch heute noch nicht leaken. Aber das sind jetzt ja auch nur noch 3-4 Wochen, dann kriegt ihr das alles um die Ohren geballert. Und da könnt ihr euch richtig kräftig eindecken. Kommen wir mal zum Thema. Ich wurde letztens angeschrieben, ob wir mal nicht ein Benefits-Stream machen können. Dass wir alle Einnahmen, die generiert werden, dass wir die dann spenden. Ich hatte eine ausführliche Nachricht geschrieben, warum wir das nicht machen. Und jetzt habe ich letztens von einem bekannten YouTuber ein Video gesehen und ich habe mir vorgenommen, ey, weißt du was, eigentlich ist es nur fair, wenn man da proaktiv mit umgeht und es Leuten erklärt, warum das absoluter Scam ist, wenn Leute aufrufen dazu, spendet hier auf Twitch, haut alle Bits raus, haut alle Abos raus, haut hier alle Donations raus, ich spende nachher das Geld an ein Unternehmen und unterstütze damit einen Benefizgedanken. Es ist totaler Bullshit, alles. Was an Einnahmen generiert werden übers Twitch, was ihr mir gebt als Streamer, als Musiker, muss ich versteuern. Das ist eine ganz, ganz einfache Rechnung. Das wird kein Streamer machen, dass er sagt, ich gebe diese Steuern einfach direkt weiter und hau das im Grunde genommen oben drauf. Das ist totaler Bullshit. So bedeutet, ihr werdet
um den entsprechenden Steuersatz erstmal die ganzen Spenden reduzieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass die Streamer oder die Influencer oder die Musiker, die sagen, alle Einnahmen, die wir jetzt heute hier generieren, werden gespendet. Das ist wiederum auch totaler Bullshit, weil du kannst dir dann als Musiker die Spende dann im Grunde genommen von der Steuer absetzen. Das heißt, das ist dann halt auch zu deinem Vorteil. Wenn ihr wirklich ernsthaft vorhabt, Leute zu unterstützen, dann geht auf die Seite von den entsprechenden Vereinen, von den entsprechenden Aktionen und spendet dort direkt. Und jeder, der was anderes behauptet, der labert Scheiße. Also lasst euch da wirklich nichts erzählen. Alle Einnahmen müssen versteuert werden. Da wollen nur Leute euch dazu bringen, dass ihr eskaliert auf Twitch im Namen des Benefizgedanken. Wenn jemand wirklich ernsthaft Benefiz betreiben möchte, dann verlinkt er euch die Seite der Aktion, der Veranstaltung, wo ihr dann direkt halt spenden könnt. Und jetzt spendet alle an Zaubernd. Wird die Box am Release-Tag da sein? Death Angel, das kann mir tatsächlich jetzt gerade auch Sebastian eher beantworten. Weil ihr werdet sehen, dass die Deluxe-Box, das Album, Vinyl und so weiter, werdet ihr alles über NoCut bestellen können. Alle bezahlten Vorbestellungen werden wie immer bei uns spätestens Mittwoch vor dem Release verschickt. Was DRL dann damit macht, liegt leider nicht in unserer Hand. Wir werden auf jeden Fall unser Übriges dafür tun, dass ihr das auch bekommen könnt dann zu dem Release. Und freust du dich schon auf eure Tour so lange zu spielen? Nein, überhaupt nicht, Tesaki. Also da bin ich wirklich ganz, 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 ganz ehrlich. Ich freue mich darauf, wieder auf Tour zu sein. Ich freue mich darauf, wieder mit euch Zeit zu erleben. Aber ich freue mich nicht unbedingt darauf, anderthalb Stunden auf der Bühne zu stehen. Die Mühe wird sich 100% auszahlen. Das werden wir ja sehen. Ich bin ganz, ganz guter Dinger. Es gibt Leute, die neben uns, da rede ich in erster Linie von Mina und von Kitty, die ähnlich mit mir Nacht für Nacht in Meetings sitzen, die ihr Herzblut in diese CD gepumpt haben. Das sind nicht nur die Mods, sondern das Sebastian zum Beispiel ist da genauso mit drin, der uns mit Rat und Tat bei allem zur Seite steht. Wenn du als Musiker unterwegs bist, musst du nicht unbedingt damit rechnen, dass selbst deine Partner um die Ecke kommen und sagen so, boah, was für ein geiles Ding ist denn das, was ihr da hingebaut habt. Wir glauben da dran und wir pumpen gerade mit. Das ist nicht die Realität. Aber wir haben mit NoCut eine Booking-Agentur neben uns, die sich gerade so verhält, als ob es unser Label wäre. Also weil das einfach Leute sind, wo ich einfach merke, dass die neben uns stehen und weil die uns einfach echt unglaublich unter die Arme greifen. Und Sebastian ist da ganz, ganz vorne mit dabei. Darum, wir Musiker, wir stehen dann ja auch häufig ganz, ganz weit vorne, ne, und sagen hier, geil ist unser Produkt und so weiter. In diesem Fall ist es harte Teamarbeit gewesen. Mann, ihr habt schöne Fragen, wirklich. Wollen wir mal zwischendurch in den Song hören? Dass wir das mal machen, bevor ich eure Fragen beantworte? Wir haben vor, ein TikTok zu machen. Und zwar geht es in diesem Song um die dunklen Begierden, die wir eigentlich in alle in uns tragen. Also, dass es eben auch darum geht, sich zu seiner sündigen Seite im Grunde genommen auch zu bekennen. Das, was wir uns wünschen, da geht es darum, dass wir möglichst viele Leute gerne aufrufen wollen, dass sie diesen Song performen vor der Kamera, am besten ganz normal angezogen oder vielleicht sogar wie ein Heiliger oder wie jemand, der lieb aussieht oder so. Und dass sie dann halt die Kamera zuhalten, die Hand wieder wegziehen und in dem Moment komplett anders gekleidet sind. Also, ihr dürft sehr gerne sexy gekleidet sein, ihr dürft gerne böse gekleidet sein, es muss irgendwie cool sein. Dafür wird dieser Song jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen freigeschaltet werden. Ihr habt das Privileg, dass ihr die Ersten seid, die ihr da reinhören dürft. Und wir würden uns natürlich übelst freuen, wenn ihr Spaß an der Mucke habt, Spaß an dieser Idee habt. Okay, Leute, dann wollen wir mal. Oh, ich bin echt nervös, ey. Ich bin echt nervös. Macht die Onlyfans-Videos, Leute. Klingt irgendwie zu optimistisch. Ja, wir sind aber eine scheiß Optimisten-Band, was soll ich sagen? Fragen sind im WhatsApp. Okay, dann wollen wir mal. Also, die erste Frage ist, Mann, die sind sehr, sehr inhaltlich tatsächlich. Wovon wurden die Lyrics inspiriert? Wie habt ihr sie geschrieben? Ich muss jetzt nochmal drüber nachdenken. Also, im Grunde genommen drehen sich viele Themen halt auch um das Thema geistige Gesundheit oder eben auch Nicht-Gesundheit. Ja, ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden dafür. Wir machen in erster Linie Real Talk in den Lyrics. Es gibt viele Themen, die uns in letzter Zeit sehr begleitet haben. Es gab einige gesellschaftskritische Themen. Ihr wisst das, wie wir uns aufstellen. Es gab auch Lyrics. Leute, die an uns glauben, ihr seid herzlich willkommen. Und Leute, die nicht an uns glauben und uns das Leben schwer gemacht haben. Es gibt einen Song, da geht es um das Thema Abschied, Thema Tod. Das ist allerdings persönlich, dass ich das jetzt hier nicht erzählen möchte, was der Hintergrund ist. Es gibt Songs wie Saint Sinner zum Beispiel, wo es darum geht, sich selber zu akzeptieren, nicht nur mit
den Schwächen, sondern halt auch mit den verborgenen und dunklen Seiten. Denn an jeder von uns hat auch Geheimnisse, an jeder von uns hat auch vielleicht Sehnsüchte oder irgendwelche Themen, die ihn beschämen. Und ich finde, es gibt, solange man nicht anderen Leuten schadet, eigentlich nichts, was einen beschämen sollte. Vielleicht hat da Burning Pants auch ein bisschen Farbe hinterlassen, würde ich mal sagen, aber das war jetzt nicht die Inspiration für den Song. Es gibt einige Themen, die wir weitergesponnen haben von Addicted to Hell, die jetzt in der Weiterentwicklung sich jetzt auch auf dem neuen Album wieder eingefunden haben. Eigentlich ist es eine sehr konkrete Weiterentwicklung von Addicted to Hell, die auch schon sehr autobiografisch war. Ich muss aber auch dazu sagen, dass, ich meine, auch wenn ich das Glück habe, dass ich Sänger bin und dass ich damit häufig dann auch die Texte präge, aber dass die anderen Jungs sich dahinter stellen können. Und es gibt einfach auch Themen, von denen ich weiß, dass die uns als Band sehr beschäftigt haben, die, wie zum Beispiel die sozialpolitischen Themen oder auch die gesamtgesellschaftlichen Themen, die wir dort mit draufgepackt haben, von denen ich einfach weiß, die anderen Jungs, die tangiert das genauso. Kannst du dir vorstellen, nochmal Songs zu machen, wo keine tiefere Bedeutung hinterstecken, einfach mal schalalalala. Es gibt tatsächlich einen Song auf dem Album, der ist sehr seicht. Sagen wir mal so. Es ist keine Liebesballade, nein. Ihr werdet ihn hören, ihr werdet es verstehen. Auch keine kleine Liebesballade, nein. Eine Boyband waren wir schon immer, Olli. Das hat man schon uns immer vorgeworfen. Seit den allerersten Fotos war das schon immer so, dass man uns als eine Boyband betitelt hat. Gibt es ein Albumthema oder eine Geschichte? Es ist kein Konzeptalbum, aber es gibt einen Rahmen, ein Gefühl, etwas, wofür der Albumtitel steht, was man auch in den Texten mehr oder minder wiederfinden kann. Habt ihr aus Addicted to Hell gelernt für die neue Produktion? Ja, haben wir. Wie soll ich jetzt? Es gibt viele Sachen, die wir gelernt haben aus Addicted to Hell. A, wie wir Songs schreiben, B, wie wir produzieren wollen, worauf wir einen Schwerpunkt legen wollen. Gerade irgendwie auch an so Stellen, wo es um Aufnahmetechnik geht, wie können wir Sachen besser aufnehmen, wie können wir Sachen besser abwickeln, wie können wir... Ich freue mich übrigens sehr darüber, dass ihr alle auf OnlyFans mich abonniert habt und dass das so gut funktioniert, dass ihr mich alle nackig sehen wollt. Insofern, vielen lieben Dank. Ich freue mich darauf, euch nächste Woche eventuell in Wiesbaden zu sehen. Und für alle, die ich nicht in Wiesbaden sehe, wir sehen uns in 2 Wochen wieder auf Twitch. Ich glaube nicht, dass ich es zwischendurch mal schaffe, noch einen anderen Stream zu machen. Aber dafür wird es ein Tour-Tagebuch geben, ne? Und für diejenigen, die noch nicht wissen, wo es das Tour-Tagebuch gibt, guckt mal auf YouTube vorbei. Da gibt es nämlich immer wieder neuen Stuff. So, also, Dankeschön, Leute. Vielen lieben Dank.